Was denn? Meine Frau will meinen Koch entlassen? Der Mann hat sich so wunderbar auf mich eingekocht? Wer soll mir in Zukunft die Straußeneier en cocotte zubereiten? Oh, pardon, Gräfin. Bitte. Diese Frau greift in einer Weise in mein Privatleben ein. Da kann ich nicht mit. Ich kann da nicht mit. Gräfin, dazu bin ich zu vornehm. Ich bin so schrecklich vornehm. Oh Gott, wie bin ich fein. Es ist nicht auszuhalten. Herzog, Sie haben ja keine Chance. Bei unserer Kontenance kommt die ja gar nicht hoch. Ach, ist das schön, sich verstanden zu sehen. Man braucht sich nur in die Augen zu sehen. Gräfin, wie sind wir beide vornehm? Oh Gott, wie sind wir vornehm? Wir bleiben unter uns. Die Manieren, die Allüren meiner Gattin machen mich nervös. Nervös? Für die Plumpheit, für die Tumpheit dieser Deutschen bin ich zu preziös. Und kapriziös. Immer gibt sie an. Schlimmer als ein Mann. Doch wir beide lassen uns von ihr nicht irritieren. Nein. Gräfin, dazu sind wir zu vornehm. Oh Gott, wie sind wir vornehm? Wir bleiben unter uns. Herzog, sie hat ja keine Chance. Bei unserer Kontenance kommt sie ja gar nicht hoch. Ach, ist das schön, sich verstanden zu sehen. Man braucht sich nur in die Augen zu sehen. Gräfin, wie sind wir beide vornehm? Oh Gott, wie sind wir vornehm? Wir bleiben unter uns. Wir charmanten, eleganten Edelmenschen bleiben separat. Separat? Die Nuancen, die Usancen unserer Liebe sind zu delikat. Zu delikat. Unser stiller Charme ist nicht für Alarm. Und wir beide lassen uns von gar nicht irritieren. Nein, Gräfin, dazu sind wir zu vornehm. Wir sind so schrecklich vornehm. Mein Gott, wie sind wir fein. Es ist nicht auszuhalten. Herzog, sie hat ja keine Chance. Bei unserer Kontenance kommt sie ja gar nicht hoch. Ach, ist das schön, sich verstanden zu sehen. Man braucht sich nur in die Augen zu sehen. Gräfin, wie sind wir beide vornehm? Oh Gott, wir sind so vornehm. Wir bleiben unter uns.